Er kommt, Hoheit! Wer kommt? Seine Hoheit, der Erbprinz, Johann August. Ach ja, natürlich, den habe ich ja rufen lassen. Ja, ja. Warum eigentlich, Graf Seefeld? Damit sein Lotterleben in Paris endlich aufhört. Ganz recht, das kann er auch hierfür. Sehr richtig. Wenn ihr einer lacht, lache ich! Seine Hoheit, der Fürst, warten bereits. Tja. Eure Hoheit werde bereits dringend von seiner Hoheit erwartet. Ja. Seine Hoheit wird vor der Pfalz... Wartet schon, ich weiß. Hol dicke Luft. Mehr als das, Herr Baron. Die beste Piste. Psst. Seine Hoheit, der Fürst. Haltet den Schnabel. Na denn. Prost. Bonjour, Papa. Adieu, adieu. Adieu. Hier, Lieben. Das Französisch hört jetzt auf. Die Sache geht mir gegen den Dings da, gegen den Strich. Strich, Hoheit. Strich? Egal, wenn Sie meinen. Gegen den Strich! Aber Papa, du hast doch auch schon mal. Naja, natürlich habe ich schon mal. Aber wenn ich mir sowas leiste, so ist das eben eine Leistung. Aber du darfst dir sowas nicht leisten. Du hast ja noch den Dings da, den Thron vor dir. Auf dich blickt dein Volk von Kummersteinen. Oui, Papa. Oui, Papa. Es wird höchste Zeit, dass du endlich ein Mann wirst. Ein Mann mit Mumps in den Knochen. Ein Mann wie ich. Hat jemand was gesagt? Dann ist die Sache für mich erledigt. Ein Mann mit was denn? Pflichtbewusstsein. Mit Pflichtbewusstsein. Du bist die Blüte der Nation. Du kommst zum Kommerz. Nee, ich meine zum Kommiss. Du wirst Soldat. Soldat? Ja. Ein ganz gemeiner Soldat. Und zwar ein bürgerlicher. Ein Prinz wird immer mit Rücksicht behandelt. Ein bürgerlicher nie. Steckel, geh mal die Papiere her. Dalli. So. Wie heißt er denn? Johann August Friedrich? Ach, das ist ja wunderbar. Ganz einfach. Johann August Friedrich. Nicht von Erbprinz. Nicht von Hoheit. Ja, aber... Nicht von aber. Das ist der einzige richtige Weg zur Mannbarkeit. Die hat unser Geschlecht bisher gefehlt. Aber meine Herren, der bürgerliche August bleibt unter uns. Der Fall wird als geheime Reichssache behandelt. Wer den Schnauze nicht hält, wird kastriert. Kassiert, Hoheit. Na ja, ist ja ganz egal. Jedenfalls wird er eingelockt. Nur also los, pack deinen Dings da, deinen Personalkarton. Persilkarton? Was soll ich denn damit? Was soll denn damit? Damit werden Sie beim Militär den Kopf waschen. Ach, das ist ja entzückend. Na los, pack deine Sachen. Hier hast du Papiere. Du kommst nach Wumsen. Nach Wumsen? In dieses Kaff? Das ist kein Kaff. Da stehe ich auf dem Markt. In Bronze gegossen. Zack, zack. Zu Befehl, Papa. Die Pest. Respekt hat er ja vor mir, der Junge, was? Wächter! Vollkommen übergeschnappt, der Alte. Es kommt überhaupt nicht in Frage, ich fahre nach Paris zu. Aber lieber Johann August ist vollkommen ausgeschlossen. Wieso denn ausgeschlossen? Geh doch nicht nach Wumsen. Ich bin doch nicht verrückt. Ich fahre unter mit Basta. Also, mach, was du willst. Ich weiß von dich, aber nimm wenigstens als Tarnung zum Bahnhof Persilkarton mit. Ach. Hoppla! Sie haben sich wohl hier in die Glas? Ganz recht, Madame. Aber falls Sie mein Gepäck stören sollte, werfen wir es ganz einfach weg. Es passt sowieso nicht nach Paris. Oh, Sie gehen nach Paris? Wir gehen, wissen Sie, zu Fuß. Das ist mir ein bisschen weit. Ich fahre lieber. Sie auch? Oui, Monsieur. Très bon, Madame. Dann fahren wir jetzt zusammen? Vielleicht. Kommt jemand in ein Wirtshaus und ruft, Herr Ober, ich hätte gern 3 Eier. Da sagt der Ober, Mensch, so da lachen wir gut eingesäft ist das halbe Leben. Mit so einem Stoppelfeld wirst du nie gefeiert. Aber Sie mit Ihrer Polkatolle. Haarschnitt und Rasur sind der Schlüssel zur Karriere beim Militär. Das zeigt er als Friseur. Hier, nimm eine Pflaume im Mund, das rasiert Sie besser. Gib mir mal deinen Riemen. So. Der Bart muss ab. Aber erlauben Sie mal, ich bin Schauspieler. Damit habe ich in Cottbus 50 Mal den Kaiser gespielt. Na ja, wenn er 50 Mal den Kaiser spielt, dann lassen wir ihn ran. Aber der hier. Aber... Werte gibt's beim Militär. Nur von unten drauf ziehe aufwärts. So. Juhu. Bumsen! 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 Und das Haus laut
Spunsener Spätlese. Warte, wir den schon veredeln. Na, wollen wir sehen, ob was für mich dabei ist. Das sagt sie jedes Mal, wenn neue kommen. Ja, und wie findet sie einen? Vielleicht hast du schon einen Ehepartner. Erlaube mal, für mich ist noch keiner gut genug gewesen. Alle meine Herren, ich rufe jetzt die Namen auf und Sie melden sich laut und deutlich mit hier. Verstanden? Hier! Mensch, Jambon voll. Nein, ein Strauß. Ja, was wollen Sie damit? Ja, sehen Sie, ich dachte mir in meinem Sinn kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, bitte. Ja. Sie, das ist Beamtenbestechung. Oh, der ist wohl aus Koblenz, was? Bring ihn auf meine Stube. Wie heißen Sie denn? Sauerbier. Sauerbier, so sehen Sie auch aus. Kippel, Hugo. Hier. Bunsenbrenner, Willi. Hier. Hirsekorn, Werner. Hier. Mensch, du bescheuert mal den Schirm zu. Es regnet. Natürlich, wenn sie zu haben, merken sie es besser. Ich verbitte mir jeden Humor! Schickler, Anton, hier! Nehmen Sie Hand aus dem Gesicht, wenn Sie mit mir sprechen. Mensch, wie sehen Sie denn aus? Er hat gesagt, in der Kaserne macht er mich fertig. Na, da können Sie Gift drauf nehmen, Mensch. Butterblume, Heinrich! Ja, hier! Sie sind einmal hier, das genügt mir schon. Sie haben eine herrliche Stimme. Ja. Zum Rindfleisch essen. Flötkolben, Alfred. Hier. Mehlstaub, Otto. Hier. Friedrich, Johann August. Na? Friedrich, Johann August. Der Herr haben gerufen. Ach ja, ich war so freundlich. Sie haben doch nichts dagegen. Ach, nein, nein. Mensch, sind wohl dämlich. Haben wir eine Tasten im Spind. Hier, was? Wenn ich rufe Friedrich, Johann August, dann rufen Sie nur hier. Verstanden? Hier bin ich. Ja, wie heißen Sie? Friedrich, Johann August. Und du? Sie, das werde ich mir merken, ihr Leben! Sie, Piefke! Warum schreit der so? Das ist der Umgangston beim Militär. Das ist ja schrecklich. Wegführen zur Kleiderkammer. Jawohl. Der ganze Haufen, Gepäck aufnehmen! Links! Und! Ohne Tritt, Marsch! Der arme Kerl kann einem direkt leid tun. Dieser Piefke? Die weichen Birnen sind meist die süßesten. Die Birne kannst du vernaschen. Für mich ist wieder nicht dabei. Clementine soll man ja nicht so tun. Du, die hat's faustdick hinter den Ohren, worauf du dich verlassen kannst. Klar hat die einen. Komm. So ein Trottel! Ach doch, nicht Sie, Freiter Griesbrei! Was machen Sie denn da? Aktenorden, Herr Feldwebel! Der wird aber umwerfend komisch! Na wohl, Herr Feldwebel! Vier Leben! Herr Feldwebel! Solch ein Rindvieh wie diesen Piefke da draußen haben wir schon lange nicht mehr in unserer Kompanie gehabt! Jawohl, Herr Feldwebel! Wie heißt denn der Mann? Johann August Friedrich, Herr Feldwebel! Ja, den Namen werden wir uns wohl merken müssen! Ja, jawohl, diesen Kerl reiße ich jedes Haar einzeln aus! Ja! Herr Kammerjäger! Die Stiefel sind aber sehr eng! Ziehen Sie die Zehen an! Nun geht zum Hut, mir doch den Stecken, dann könnt ihr mich... Lassen Sie Ihr Schweinchen reden, sagen. Herr Obergendarm, könnte man nicht... Meinen Sie, Ihr Vorgänger hat Maiglöckchen gefrühstückt? Nicht! Herr Nachbar, können Sie mir hier nicht zwei kleine Löcher reinbohren? Wollen Sie vielleicht auf den Arm nehmen? Wenn Sie ein schönes Mädchen sind, immer. Dann wird ihn hören, sehen von Ihnen. Mama. Mann, ich zerreiße in der Luft! Rindvieh! Mensch, die laufen hier immer noch so halbseitig rum! So, mit dem Bart werden sie jetzt Weltgeschichte machen! Ob der wohl Ohrenteppich beißt?
Sind Sie wahnsinnig geworden? Philipp! Nicht schon, Herr Nachbar. Aus dem Haus zu kommen. Bitte, Fräulein, wie immer. Du musst unbedingt einmal mit Papa reden. Aber du weißt doch ganz genau, dass das vollkommen aussichtslos ist. Er, der Regimentskommandeur, und ich, der arme Oberleutnant. Wenn ich doch wenigstens adlig wäre. Er hat nun mal den Titel, adelt zu werden. Du, und Hauptmann von Weihrauch, der kann von mir aus noch ein paar Zacken mehr in der Krone haben. Mein Mann wird er nie. Das hast du schön gesagt. Guten Appetit, gnädiges Frau. Danke. Hoffentlich sagst du mir bald auch einmal etwas Schönes. Etwa in der Art, ich habe eben mit Papa gesprochen. Mund auf. Das kann ich doch nicht, das ist doch völlig unmilitärisch. Du hörst jetzt auf mein Kommando, Mund auf. Also, dich muss man behandeln wie ein kleines Kind. Also, wenn das dein Vater sehen würde. Lieber nicht, der würde aus sämtlichen Nähten platzen. Au! Mensch! Kann ich nicht sehen? Nein, Herr Oberst, zu duster. Stellungwechsel! Fehler, Oberst! Skandal, dolle Schweinerei! Halbe Kaserne im Eimer! Das ist immer ja ein schöner Spieß! Seit wann gibt's denn in der Kleiderkammer Signalpatrouille, hä? Also bei der nächsten Explosion, dann knallt's bei Ihnen! Verstanden? Beid reden! Jo, Oberst! Befehl ausgeführt! Loch zu! Hose geschlossen! Abgesessen! Danke, gut, mein Lieber. Abgesehen. Was sagen dazu, lieber Eckstall, was? Ja, Kasern zerrissen, Hose explodiert. Unglaubliche Zustände, Herr Oberst. Man ist ja als Soldat seines Lebens nicht mehr sicher. Bin Ihrer ganzen Meinung, dass das... Ah! Ach, jetzt hat man dieses verdammte Rindvieh meine Hose an den Hintern genäht. Komisch. Vor dem Feind, da seid ihr Soldaten immer so schrecklich mutig. Aber wenn es sich darum handelt, mit dem Vater eines Mädchens zu reden, da kneift ihr. Aber Luise, du weißt doch ganz genau, dass ich nun einmal von zu Hause aus nicht vermögend bin. Als ob es darauf ankäme. Eben darauf kommt es an. Dann häng doch einfach den bunten Rock an den berühmten Nagel. Dann wäre doch alles völlig aussichtslos für uns. Wann könntest du frühestens Hauptmann werden? Ungefähr in einem Jahr. Dann muss eben Papa so lange in die Tasche greifen. Ach nein, das möchte ich nicht. Und außerdem würde es dein Vater auch gar nicht tun. Ach, komm, Zeit, kommt Rat. Die Hauptsache ist doch, wir beide halten zusammen. Das ist sehr lieb von dir. Und das wird uns ja auch nicht schwerfallen. Aber leider muss ich jetzt zum Dienst, sonst dauert es mit dem Hauptmann noch viel länger. Also, adieu, Luise. Adieu. Davon verstehe. Mensch, hör mal schon mit dem, ihr Pieper, da zieht ihr die Socken Wasser. Geh bloß weg mit deinem, ihr Flöte. Bist du musikalisch? Nein, doch. Ich nicht. Na, was ist denn, Jutta Friseur? Na klar, Mensch, siehst hinterher aus wie der Prinz auf Wales. Ui, armes England. Komm, Piefke, du Paganini, hilf mir mal die Stiefel ausziehen. Ich kann doch nicht mit den Dingern ins Bett gehen. Warum nicht? Piefke muss ja auch mit Helm ins Bett gehen, weil er nicht runterkriegt. Dreh dich um. So. Dreh dich um. So. Eins, zwei, drei. Ha!
Geheimnis ab. Arschkriecher. Kerl, gehen Sie gerade! Steck den Bauch rein, Sie Pfandkuchen! Wie laufen Sie denn, Mensch? In die Daumen! Natürlich, das ganze Halt! Herr Piefke, eine Solonummer für den Herrn. Zurück, mach Marsch! Antwort! Sie sind wohl total verrückt geworden, Kerl! Jerim, Sie gehen ja viel zu lahm mit dieser Gewitterlos um. Alles schön auf mein Kommando. Piefke, geh mal schwarz. Aber Heilung! Alles schön auf mein Kommando. Grüße durch Handerling an die Kopfbedeckung. Der nächste folgt, wenn der erste vorbei ist. Anfang! Heilung! Wie sehen Sie den Ausfeldwebel? Die eignen sich wohl nicht für den Außendienst, was? Ja, jawohl, Oberleutnant. Sagen Sie mal, muss die Übung ausgerechnet an dieser Pfütze stattfinden? Nein, Herr Oberleutnant. Na also, dann stellen Sie das ab, klar? Jawohl, Herr Oberleutnant. Piefke, komm so raus aus dem Modder. Jawohl. Dalli, Dalli! Und ab! Bisschen fixer, ihr Lahmsäcke! Los, hau hoch rüber mit den Marschknobbeln! Was gibt's denn da zu lachen, Himmelkreuz, oder wieder nochmal? Was finden Sie denn da so komisch, Herr Piefke? Zeigen Sie doch mal, ob Sie es besser können. Los, mach Marsch! Bis bald! Zu hoch? Sind Sie wahnsinnig geworden? Jerim, was ist das für ein lahmer Haufen? Piefke, Sie müder Krieger. Ihn soll ich von einer Rakete von hinten reinstecken, was? Los, zurück! Käme Schwarz! Vielleicht wird es bald! Das geht nicht. Jetzt habe ich die Schnauze voll, beim nächsten Mal hau ich ab. Piefke, Sie sind der größte Schlappsack aller Zeiten. Sie Armleuchter! Wiederholen! Sie sind der größte Schlappsack aller Zeiten, Sie Armleuchter! Wenn Sie! Los, Kämmerschmarsch! Über die Wand! Jetzt ist er weg. Wo ist er denn geblieben? Keine Ahnung. Lass uns wegtreten. Jawohl. Nun, was ist denn hier los? Wo ist denn der Piefke? Keine Ahnung. Na, der kann doch nicht verdunstet sein. Pflaume, schaff mir sofort den Piefke herbei. Ich bring ihn dir, tot oder lebendig. Ach, tot nutzt er mir nichts. Na los, zack, zack. Ach, aus dem mach ich Gulasch. Ach, Salz. Was machen Sie denn mit der Gulaschkanone? Ja, ich habe die Verpflegung überprüft. Na, wie sind Sie denn da reingekommen? Durch das Loch da. Piefke! Piefke! Geht's? Ja, die Knochen sind nur leicht angeschmort. Oh, ja. Mama! Hört ja doch keiner. Wenn es mein Vater sieht, der ist der Spieß. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Dann sind sie ja eine Löffelbein. Ach, das scheint ihn wohl gar nicht zu imponieren. Nicht im geringsten. Mein Vater hat sie ganz schön im Magen. Ja, ich bin nicht leicht zu verdauen. Piefke! Ja! Bist du verrückt geworden? Komm schnell hier rauf! Ja. Piefke! 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 Piefke!
wohnt denn dieser Scheißkerl? Meine Herren, so geht das nicht weiter. Gerade Sie sollten Vorbild für die gesamte Mannschaft sein. Jeden Tag passiert hier ein neues Ei. Schön, Sie Piepke nicht gefunden. Aber der Kerl kann doch nicht... Was soll denn das heißen? Spielen Sie wieder ein Tellfeldwebelflaume? Nein, Herr Oberleutnant. Lachen Sie ruhig über Ihre eigene Dämlichkeit. Wenn das so weitergeht, sperre ich dem gesamten Unteroffizierskorps den Urlaub. Mahlzeit. Pflaume. Also, Kinder, dieser Piefke macht mich noch wahnsinnig. Das ganze Regiment lacht schon über uns. Mensch, Pflaume, nimm doch den Apfel vom Helm. Apfel vom Helm? Wer hat mich denn da veräppelt? Herr Feldwebel. Ja? Wenn ich mir einen Vorschlag erlauben dürfte. Ja, was haben Sie denn? Vielleicht sollte man Piefke zu unseren Pferden abkommandieren. Na klar. Die ganze Stube macht eine Rosskur. Großartige Idee. Ring 2, 3, 4. Ring 2, 3, 4. Bauch aus! Der Hintern bleibt im Sattel. Die Fäuste zusammenhalten. Papa! Der Hintern bleibt im Sattel. Richtige Pferde sind ja für euch viel zu schade. Hüpft, ihr Pferdchen. Hüpft. Fäuste zusammennehmen. Der Hintern bleibt im Sattel. Bauch aus! Mensch, Piefke! Das ist ja nicht anzusehen, was Sie da umtreiben. Warte, mein Bürschchen, für dich habe ich noch eine Sonderausbildung. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Spielchen, das ist ja zum Kotzen. Sie werde ich noch klein kriegen, bis Ihnen dahinter qualmt. Was soll das jetzt werden, wenn Sie auf dem richtigen Pferd sitzen? Ja, das weiß ich auch nicht, Herr Pflaume. Aufsitzen! Ja, das geht doch nicht. Ach. Moment, ich habe eine Idee. Sie haben einen Blein hintern, Sie Schlappschwanz. Also, Piefke, Mensch, hier, treten Sie mal hier rein. Sonst kommt Ihnen das Weihnachten in den Sattel. Nun mal los. Oh, Mama! Zweimal Hilfestellung! Los, hier. Ja. Aber jetzt. Muss es sein? Ja, nur. Also, hau ruck. So. Also, jetzt Arme strecken zur Seite, nach vorn. Und nun ein kleines Liedchen. Ich bin ein stolzer Reiter. Drei, vier. Ich bin ein stolzer Reiter und gleich sehr auf. Irgendwie palla, palla, palla. Höchst merkwürdig! Warum schreibt denn der Bengel nicht? Er ist doch lange genug in Dingsda. Wumsen! Sag mal, Witzenhausen, haben Sie nichts von ihm gehört? Nicht so halt nicht. Naja, es ist kaum zu glauben. Vielleicht kann er nicht schreiben. Hörte mal zu, ein Krakelburg-Kummersteiner hat Lesen und Schreiben gelernt. Ja, ich meine, vielleicht... Der Minister meint wahrscheinlich, dass er keine Zeit hat. Ja. Ach so, Sie meinen, dass er zu viel Arbeit hat, oder schadet ja alles. Nee, nee, sollen Sie ihm ruhig mal die Dings da schleifen. Knochenhoheit. Ja, was dachten Sie denn? Ich raff Sie fest. Bitte? Sie fahren jetzt mit Herrn von Witzenhausen sofort nach Hums und werden sich diskret über die Fortschritte meines Sohnes orientieren. Diskretes? Verzeihung, würde das nicht Geheimhaltung gefährden? Ja, also das lassen Sie mal einen Seefelsen machen, der ist ja Diplomat. Ich halte es trotzdem für äußerst gefährlich. Sagen Sie mal, was ist eigentlich los mit Ihnen? Sie sehen ja aus wie Braunbirnspucker. Haben Sie etwas Schiss? Die jungen Leute heutzutage, keine Nervenhoheit. Naja, also ist egal, Schluss. Sie fahren mit Jott und dem Automobil. Und grüßen Sie sich an, Aujus. Ja, Hoheit. Und Seefels. Bitte. Gräfliche Schnauze halten. Entzücken. Gleich, lieber Seefelsen. Hallo, geben Sie mir sofort ein Blitzgespräch nach Paris, ja. Dringendes Staatsgespräch. Was für eine Nummer? Ach so, ja, Robespierre, Katavenkata, Katavenkata.
Nichts Kater, Wasser. Aber Hotel Bon Bijou. Aber fix, fix. Die Pest, die Pest. Was? Nein, fix, fix, habe ich gesagt. Hallo? Oh, Chérie. Hallo? Qui est? Psst, Chérie. Krackelsburg? Ja, was ist denn? Ja, ich bin es selbst. Hallo? Ach, ich verstehe kein Wort. Hallo? Was ist denn da für ein Vogel in der Leitung? Das ist Yvonne. Nicht doch, Chérie. Was ist mit Wumsen? Was denn du und Graf Seefels und mich inspizieren? Naja, also, ja, also gut, Lutz. Gut, Lutz, ich komme. Ja, vielleicht komme ich auch nicht. Ja, im Moment habe ich hier, im Moment kann ich ja noch gar nicht weg. Ja, ja, ich habe nämlich hier alle Hände voll zu tun. Hallo? 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 Verflixt nochmal! Schon wieder geht ein König ein Fürstentum in den Eimer. Danke, melden Sie uns Herrn Oberst Stiefel. Jawohl, Exzellenz. Was wollen denn die hier? Das wäre endlich mal was für mich. Die werden dir was husten. Bei mir hat noch keiner gehustet, wenn es soweit war. Herr Oberst, überraschter Besuch aus der Residenz. Oh, lass mich bitte.
höchst erfreut, meine Herren. Außerordentlich. Danke, Herr. Bitte, Oberst. Niederzukommen, niederzusetzen. Ja, bitte, meine. Darf ich fragen, was wir das Vergnügen Ihres Besuches bereitet? Ja, also mit Vergnügen, lieber Oberst, hat die Sache eigentlich gar nichts zu tun. Ich komme hier mit Herrn von Witzenhausen sozusagen in höchst geheimer Mission. Ach so, ich weiß. Kein Aas weiß was. Kein Aas, außer seiner Hoheit Fürst Paul der 13. Oh, ich weiß, diese Ehre und Auszeichnung durchaus zu würdigen. Danke, danke, danke. Ach, bitte kommen Sie aber ein bisschen näher, damit uns keiner hört. So geheim? Noch geheimer. Angelegenheit ist sozusagen von allerhöchster Delikatesse. Ah, sozusagen Kaviar. Ach, Quatsch. Sagen Sie mal, ist Ihnen in Ihrem Regiment nach Jahren nicht aufgefallen? Aufgefallen? Bei uns fällt nie was auf. Bravo, es gibt ja doch noch Soldaten. Danke für das Kompliment, Exzellenz. Also, mein lieber Oberst, lange Rede, kurzer Sinn ist der, unser Erbprinz, seine Hoheit Johann August Friedrich, befindet sich aus dynamischen Gründen, was? Aus dynastischen Gründen, inkognito in Ihrem Regiment. Nein, doch. In meinem Regiment? Und er hat ihn noch kein Aas erkannt? Sozusagen Sinn der Sache. Exzellenz! Wenn ich mir vorstelle, der Erbprinz ist untergetaucht im großen Haufen als Gemeiner. Ja, das ist ja gerade das Genial. Er hat sich ganz gemein getarnt. Wahrscheinlich erkennen wir ihn selbst nicht wieder. Es ist die Pest, die Pest. Also, lieber Oberst, wir müssen Sie dringend ersuchen, das Inkognito seiner Hoheit unter allen Umständen zu wahren. Sie haften mit Ihrem Kopf. Ich bin selbstverständlich voll und ganz zur Verfügung. Na, hoffentlich bleibt er oben. Wir sind nämlich sozusagen hier, um seine Hoheit zu begutachten. Höhere Regiment ist ausgerückt. Ausgerückt? Bei mir rückt keiner aus. Regiment ist zum Schießen. Draußen geblieben. Hier geblieben. Ich wollte nicht stören. Eine schöne Frau stört nie. Ich hatte eine Exzellenz, dass ich Ihnen meine Tochter Luise vorstelle. Seefels, Graf. Witzenhausen, voll. Wir Fräulein sind also sozusagen Regimentstochter. Ja, ist die Pest, die Pest. Wollen Sie uns begleiten? Wohin, Graf? Zum Scheibenschießen. Oh, zu liebenswürdig. Aber ich glaube, ein junges Mädchen passt nicht recht auf einen Schießstand. Ganz recht. So ein hübsches Mädchen würde höchstens die Kugel von der Scheibe ablenken. 10, sehr gut. Mann, 3, Sie brauchen wohl eine Brille, was? Müssen ein bisschen wachsen. Ja. Na ja, war ja ganz ordentlich. Schon wieder der Fahrkarte! Mensch, Piefke, Sie treffen ja nicht mal die Scheibe! Ja, das ist komisch, wa? Aber bei Unteroffizier, ich lasse nie locker. Ich bin gespannt, ob wir seine Hoheit auf Anhieb erkennen werden. Ich glaube nicht, Exzellenz. Militär verändert Menschen kolossal. Ja, bis auf die Gesichter. Die dürfen sie behalten. Herr Oberleutnant, Herr Oberleutnant. Was ist los? Inspektion aus der Residenz. Ach du, gewissermaßen Überraschungsangriff. Der Herr Oberst lässt sich schon entschuldigen. Auch das noch. Oberleutnant Jordan, erster Zug beim Schießen. Danke. Schon was getroffen? Die Scheiben, Exzellenz. Mann, du reißt nicht aber am Riemen! Jawohl! Jetzt machen Sie auch noch militärisches Eigentum kaputt, die Flasche! Naja. Oh, Piefke, nun schießen Sie doch endlich mal richtig! Donnerwetter kann der Mann schießen! Ja, ja, es ist die Pest, die Pest. Witzenhausen! Exzellenz! Da ist er! Wo denn? Hier! Oh, ah, ah, ja, da in der Tat, Exzellenz! Das ist er! Na, was sagen Sie jetzt, Herr Unteroffizier? Achtung! Phänomenal! Die Blieben auf dem Rücken, weißen Schwarz getroffen. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Das geht in die Geschichte der Schießkunst ein. Werde höheren Ortes davon zu berichten haben. Möchte darum bitten. Wird doch sowieso geschehen. Nicht wahr, Witzenhausen? Selbstverständlich, Exzellenz. Brauchen Sie Geld? Immer. Ja, nicht ein Hunderter? Na ja, wenn Sie nicht Kleiner haben. Also, mein Herr, ich freue mich, Ihnen sagen zu dürfen, dass die erste Kompanie auf mich einen ganz vorzüglichen Eindruck gemacht hat. Hier ist noch echtes Schrot und alter Korn, sozusagen in Rheinbrand. Jetzt
Besonders beeindruckt haben mich die Schießkünste. Also sind ja geradezu phänomenal. Sodass ich mit Juden ihr Wissen unserem allergnädigsten Landesherrn melden kann. Allzeit bereit. Meine Herr, in diesem Sinne, seine Hoheit Fürst Paul der 13. und Erbprinz Johann August Friedrich. Hurra! 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 Wetten, Graf. Wetten Sie mit wem Sie wollen, ja? Oder lassen Sie völlig unseren hochverehrten Gast aus dem Spiele. Verstanden? Ja, warum soll er denn nicht wetten? Na, weil er jeden von uns reinlegt. Das ganze Offizierschor steht bereits bei ihm im Kreis. Da haben wir also direkt Geld gespart. Danke, danke, lieber Oma. Das ist die Beste, die Beste. Dann sagen wir lieber Witzenhahn, ich glaube, es wäre jetzt an der Zeit, nee. Also erlauben wir ganz gehorsamst der Meinung von Exzellenz zu sein. Je früher wir fahren, umso besser. Ich meine, umso eher sind wir zu Hause. Wieso, hat es Ihnen bei uns nicht gefallen? Doch, 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 mein Lieber, ganz kolossal. Dachte nur wegen der langen Fahrt. Ja, ich gestatte mir also hier mit Garnison Bumsen zu verlassen. Meine Herren, hoch, Ragelsbois. Hoch, Kolossal. Es ist wohl selbstverständlich, Exzellenz, dass wir Sie noch bis zum Wagen geleiten. Ganz im Gegenteil, dienstlicher Befehl, es wird weiter gesoffen. Das kann man nicht machen. Der Soldat hat zu gehorchen. Dann weitermachen. Die Herren von Weihrauch und Jordan, bitte mal etwas näher kommen. Kommen Sie. Also passen Sie mal auf, aber Schnauze halten sonst hier drüben Eimer. Jawohl, Oberst. Also in Ihrer Kompanie da aber Schnauze halten. Ich verstehe, Oberst, sonst drüben im Eimer. Dient seine Hoheit der Erbprinz Johann August Friedrich. Na, was sagen Sie nur? Sollte man nicht doch lieber Jordan? Ja, ja, großartige Idee. Komm ran, kommen Sie näher. Je mehr Rüben wissen, umso kleiner die Gefahr. Wetten, dass... Ja, hören Sie auf mit Ihrer Wettreisebahn, Herr Jans, nervös. Können Hals wohl nicht vollkriegen, was? Nein. Ja, doch. Na, ist doch toll, was? Den Mann, den wir uns mal näher ansehen. Ist ja toll. Also, fünf nochmal, das ist aber ein Gewirsch hier. Das haben wir alles nur dem Piefke zu verdanken. Und dem keine Dämlichkeit. Oh. Schnauze! Piefke? Ja? Hier liegt doch ein Haufen Dreck. Was hier alles so rumliegt. Na, Schluss, meine Herren, Bewegung! Piefke, nimm den Eimer da weg. Cool. Ey! Achtung! Stube 76 mit 12 Mann beim Flur reingehen. Schatz, was ist die wahnsinnig geworden jetzt? Mitten in der Nacht! Das muss ich aber auch sagen. Na, warte mal, wie heißen Sie? Schütze Friedrich! Und vorne? Vorne Johann August! Na, denken Sie an Ihre Rübe. Na, meine Herren, wollen Sie nicht ins Bett gehen? Jawohl! Ich mach jeder, was er will. Ich mach mir keine Gedanken, weil es zu denken, dass das Militär verboten ist. Haben Sie das hier? Löffelwein? Haben Sie das hier? Verdammte Sauerei! Kommiss ist kein Kommiss. Kommiss ist eine höhere Bildungsstelle für den gesunden Geist, den gesunden Körper. Verstanden? Na, jawohl, Oberst. Sie werden sich morgen bei mir melden. Jawohl, Oberst. Ist ja toll. Sauer. Sonntag, Herr Unteroffizier. Was ist denn das? Hä? Halb angezogen, der Kerl. Mann, Sie! Nehmen Sie Ihre Stielohren von der Dame. Na, Annemarie, du hast doch etwa da den Piefke zugewinkt. Ach, im Gegenteil, Vati. Abgewinkt. Das ist doch dein Glück, du. Wenn der mal abmustert, ist nicht mehr viel übrig von ihm. Den können wir dann als Muster ohne Wert nach Hause schicken. Tja, ja, Vati, ich weiß. Du schwebt ein ganz anderer Mann für mich vor. Ja, rat mal, mein Kindchen. Ein Mann mit Benimm und Pension. Die vier leben zum Beispiel. Da hätte ich gar nicht dagegen. Na, geh doch schon zu ihm, hä?
Ist das wieder ein müder Haufen? Bisschen mehr Stimmung, meine Herren? Lustig, Dalli? Guten Morgen, Herr Vielleben. Fräulein Annemarie. Schon so fleißig? Ja, schönes Wetter heute am Sonntagmorgen, ja. Nicht wahr? Wunderschön. Mir wird so warm. Na nun, Herr Vierleben, ich bin bei meinem Händedruck so heiß geworden. Oh nein, Sie haben ja keine Ahnung. Wenn ich Sie sehe, dann geht's mir immer durch und durch. Erwarte dich 2 Uhr Kaffee Gardestern Annemarie. Ja. Ich komme. So, weil heute Sonntag ist, hat der Küchenbowle 3 Kaffeebohnen mehr durch den Kübel gejagt. Oh. 5 Spiegeleier mit Speck werden da lieber. Vorspeise, aber dann richtig ihr Frühstück. Aber mit allen Schikanen doch. Und dann ab der Matratze raus. Weitermachen, Leute. Weitermachen. Moin, moin, Männer. Moin, Ober. Wie schmeckst denn, hä? Was? Direkt fürstlich, Herr Ober. Ja, fürstlich. Ausgezeichnet. Nagel direkt auf den Kopf getroffen. Fürstlich, ja. Johann Eulus Friedrich. Sag mal, ist das Ihr Bett hier, ja? Jawohl, Herr Ober. Na, ist bequem genug, ja? Ja, ich will mal so sagen, das Stroh piekt ein wenig. Piekt mal wieder. Löffelwein, haben Sie denn das gehört? Jawohl, Herr Ober. Aber sag doch mal, wie behandeln Sie denn hier Ihre Leute? Das muss ich aber auch sagen. Na ja, das ist ja toll. Also morgen kriegt die Stube hier Rosshammer-Tratzen. Rosshammer-Tratzen? Natürlich, Rosshammer-Tratzen. Verstanden? Ja, verstanden. Ja. Weil es so kernige Soldaten sind, gibt's halt heute Urlaub bis zum Becken. Oh! Becken, aber Oberst, die Leute sind doch noch nicht so weit. Quatsch. Natürlich sind die Leute so weit. Allergnädigster Landesherr, man glaubt, das soll die Soldaten hätten. Ja, was meinen Sie, mein lieber von Weihrauch, was? Oberst hat eben den richtigen Blick dafür. Ja, eben richtigen Blick, ja. Alle, die wollen nie. Weitermachen, ja? Ist ja toll, Herr Oberst! Richtig, ja. Ist ja toll. Unglaublich, wie dämlich der aussieht. Ja, sowas kann sich eben nur ein Krakensburg erlauben. Über den Urlaub, da sprechen wir noch, Piefke. Fettwanze! Mein Lieber, ich hätte gar nichts dagegen, wenn Sie uns bald mal Ihre Aufwartung machen würden. So ein bisschen Weihrauch würde uns in der Familie ganz wohl tun. Ich glaube gar nicht, dass ich Ihrer vollen Tochter mit dem großen Gefallen du eroberst. Na nun, mein lieber Weihrauch, seit wann hat denn eine Tochter aus unserem Kreis eine eigene Meinung zu haben? Wer hier gelacht? Vater bringt Eheglück, nicht Jatte. Ach, beeil dich doch ein bisschen. Ach, ein Getue machst du um den Mann. Vielleicht kommt er gar nicht. Was verstehst du schon davon? Schließlich hat es bei Adam und Eva auch mit einem Apfel angefangen. Ja, dafür sind sie auch aus dem Paradies rausgeflogen. Der olle Ziege. Kannst du ja mitkommen, wenn du willst. Ach, vielleicht als Schlange. Sei doch nicht so albern. Du, vielleicht hat er einen netten Stubenkameraden, der zu dir passt. Aber wenn Vater etwas merkt. Ach, der ist doch zum Kegeln nach Plautzenburg. Da kommt er vor morgen früh nicht zurück. Ich möchte bloß wissen, warum der ausgerechnet immer in Plautzenburg kegelt. Sei doch froh, der ist da weit vom Schuss. Ach, los, es ist schon spät. Lustiger Suchenplatz. Hast du für linke Füße? Mann, könnt ihr grüßen? Ah, sicher, guten Tag, Major. Der Hund hat Appetit. Dicker nicht da. Da drüben. Schmeck mal, Dicker, vorhin. Wunderbare Wetter. Annemarie, bitte. Ach, mein schönes Kleid. Ich bin ja Herr Ober. Der hat mir gerade noch gefehlt. Das ist ja so unverschämt. Aber dicker Mensch. Warum gucken die denn alle so? Ja, warum gucken sie, weil sie unsere Damen bewundern? Ich glaube eher, wir fallen auf. Wir kommen gleich zum Moment. Ach, nimm doch den Hut ab. Ihr Soldaten könnt euch nie benehmen. Na ja, doch.
Herren, Ihr Tisch ist leider besetzt. Aber da wird gerade einer frei. Der Oberleutnant ist leider noch nicht da. Ich weiß es. Ich bin auch heute ausnahmsweise einmal pünktlich. Frau Jolies. Was darf denn sein, meine Herrschaft? Drüber Nacktarsch. Was ist denn jetzt für ein unanständiges Lokal? Also bringt ihr erstmal eine Flasche Wasser mit 4 Gläser? Ja. Und noch ein paar Zahnstocher. Ja. Und nur die Jusknochen. Oh ja. Entschuldige, dass du warten musstest. Das macht doch nichts. Du gehst mal unser Oberleutnant. Den finde ich geliebt. Wie begrüßt du denn deine Leute? Ja, sag mal, weißt du denn nicht? Was? Kannst du ein Geheimnis hüten? Ja. Der? Ja, der. Siehst du, ich sagte doch, kommt Zeit, kommt Draht. Wieso, was meinst du damit? Du brauchst nur zu arrangieren, dass ich ihn einmal allein treffe. Du, lass uns bloß bald gehen. Das Herklotzen der Leute macht mich noch ganz krank. Mich auch. Zahlen! Lass mal stecken, ich mach den. Sie wollen zahlen? Ja, Moment. Die Karte doch. Wo ist sie denn? Mama. Der hat sicher kein Geld. Fürsten haben doch keins. Willst du ihm nicht aushelfen? Das kann ich doch nicht. Der ist doch inkognito hier. Ich hab doch. Mama. So. Bitte. Oh, 100 Mark. Ja, die muss ich aber erst wechseln. Siehst du? 100 Mark. Da muss es ja wohl sein. Komm, wir wollen schon gehen. Ja. So, danke schön, die haben so eine Mark. Mal sie eine vergnügte Nacht. Sie? Johann August. Ja, aber wenn dein Vater kommt. Ach, der kommt nicht. Der ist in Klausenburg zum Kegeln. Und wenn der eine ruhige Kugel schiebt, dann denkt er nur an alle Neuen. Ja, ich weiß nicht. Ach du. Los, komm rein. Schlupfe. Immer rein in die gute Stube. Ja, ich weiß nicht. Ich hab zwar Urlaub für die Stadt, aber nicht für eure Wohnung. Ach, hab dich doch nicht so. Wenn Vater kegelt. Meinst du? Mhm. Um Himmels Willen, Vati kommt. Papa. Hier rein. Schnell, nimm das. Achtung. Haben wir den Salat. Ach, Unsinn. Die Mädels sind am Sonntag immer im Stadtpark. Aber wenn sie denn doch mal früher nach Hause kommen, Max. Das ist doch noch nie passiert. Komm. Los. Komm schon, Clementine. Ach, du Max. Ach ja, keine Hemmungen, du. Jetzt werden wir uns erstmal einen anständigen Kaffee kochen, ne? Und dann. Du? Max, da ist jemand. Verpflegst du zu ihm nicht? Sie nicht. Ich gehe. Oh! Halt. Du. Wir sind eingekreist. Los. Nimm volle Deckung. Nanu, Vati, schon ausgekegelt? Ich denke, du bist im Klauzenburg. Wurde leider am Kegeln verhindert. Habe den Zug nach Klauzenburg verpasst. Sag mal, warum bist du eigentlich schon zu Hause? Och, beim Platzkonzert im Stadtpark waren so viele Mücken. Aber ich gehe jetzt noch ein bisschen an die frische Luft. Ja, eine gute Idee. Brauche ich denn bloß meinen Hut und meinen Schirm? Ja, das weiß ich nicht. Im Schrank. Ja, im Schrank. Oh! Du kannst ja auch ohne Hut gehen. Ich denke ja nicht daran. Nimm einen. Nimm noch einen. Was ist denn hier los? Oh, Piefke. Löffelbein. Rechts uns noch. Clementine! Mottenkugeln, Enkel. Und Piefke wird da gerufen? Das ist ja doll! Mag
attackiert sozusagen den Dämlichen. Na, das kann er. Das hat er von mir. Und schießen kann er auch? Sagen wir, freihändig aus heiterem Himmel Schwan abgeschossen. Oh, das ist ja imposant. Also dafür kriegen Sie, lieber Graf, einen Schwan im Blaubart. Stengel, geben Sie mal den Vogel her, ja? Ein bisschen Dalli. So, lieber Graf. Danke, Ebensoheit. Ach, lassen Sie mal. Ich habe ja genug von dem Zeug. Ich weiß überhaupt gar nicht, ich bin so gerührt. Ich weiß gar nicht, was mit mir ist. Wissen Sie was, meine Herren? Ich fahre selbst nach Wumsen. Warum? Na ja, nun, vielleicht hat das Kind Sehnsucht nach mir, nicht? Das ist aber äußerst anstrengend, Hoheit. Na, für mich nicht, für Sie vielleicht. Sagen Sie mal, was ist überhaupt mit Ihnen los? Ist Ihnen nicht gut? Mir ist etwas auf den Magen geschlagen. Dann nehmen Sie Rizinus. Das hilft immer. Ich werde sofort davon Gebrauch machen. Was? Ich bin ganz mit den Nerven runter heute. Ach Gott, auch das noch. Herr Kriegsminister, leiten Sie was in den Wege. Sehr wohl, Hoheit. Ich werde sofort eine Felddienstübung arrangieren. Ach, das ist ausgezeichnet. Graf Seefels, dann lassen Sie das Automobil satteln und Sie, Herr Kriegsminister, packen die Waffen ein. Vielleicht treffen wir auch einen Schwan. Fester. Ja, du. Fester. Mit. Ach. Oh. Schon wieder Wumsen. Ja. Ja? Hallo, mon bijou, hallo. John August, du bist es. Hier geht alles drunter und drüber. Du rührst dich nicht. Bist du denn des Wahnsinns fette Beute? Ja, hast du eine Ahnung, was hier für ein Durcheinander ist? Was ist denn los? Oh, Cherie. Ja, au. Wieso au? Hat dich was gebissen? Also hör zu, dein Vater kommt nach Wumsen. Es gibt ganz große Katastrophe. Du musst sofort hinfahren. Sofort! Was? Ja, ich hole dich von der Bahn ab. Habe rettende Idee. Ja, hast du mich verstanden? Hey, hallo! Du gehst? Ja, ich fahre, ich muss. Ich komme mit. Nein, du, das geht nicht. Du bleibst hier, aber ich komme ja wieder. Wehe, du komme nicht zurück zu mich. Oh, Chérie. Was soll das sein? Wanschen, Herr Feldwebel. Wenn ich die Matratze nicht festgehalten hätte, dann wäre ich vor Jens allein gelaufen. Halten Sie einen Rand, Sie Wanze! Übrigens, wir sprechen uns noch. Ja? Ja, wegen des Kleiderschrankes. Also ja. Die Matratze ist aus dem Offiziersheim und da gibt's keine Wanzen. Also, das will ich nicht sagen, Herr Feldwebel. Das kommt in den besten Familien vor. Richtig. Familien. Die Tapetenflundern haben Sie von zu Hause mitgebracht. Das geht so weit. Halten Sie Ihr Mund, Sie Würstchen! Ich reiße den Hintern auf bis zum Stehkragen. Wie Sie wollen. Was ist denn hier los? Wer hat gesagt, wir haben zu Hause Wanzen? Waschen! Feldwebel Löffelbein, Sie! Wollen Sie bitte so nett sein, einen Moment in meinem Zimmer warten? Jawohl. Mann, sind Sie lebensmüde. Nein, Sie werden Sie noch im Kopf und Kragen bringen. Jawohl. Jetzt muss ich die Chance wieder gerade biegen. Die Oberleutnant möchten sofort zu Herrn Oberst kommen. Ist gut. Sie bringen die Sache mit den Wanzen in Ordnung. Jawohl, Oberleutnant. Ganz schön munter. Und hier erst. Ich möchte zu Herrn Oberleutnant Jordan. Der Herr Oberleutnant wurde soeben zum Herrn Obersten befohlen. Dann werde ich auf ihn warten. Nee, Moment, warte. Danke, ich weiß Bescheid. Na, sowas. Nehmen Sie doch ein Glas. Noch ein Glas. Trinken Sie immer aus der Flasche? Oh ja, schon seit meiner frühesten Jugend. Oh, wie originell. Ja. Bitte bedienen Sie sich. Danke. Verbindlichst. Ah ja, Dame. Danke. Na ja, Kameraden rauchen auch. Ja. Ja. So. Da ist noch eine. Dankeschön. Welch reizender Zufall, Sie zu treffen, Herr. Johann Aues Friedrich. Gefällt es Ihnen bei uns so, Herr Friedrich? Ah ja. Danke, Jens, ganz gut. Bis auf den Eiern mit die Folie setzen, wa? Das tut mir leid. Ja, naja, das wird sich auch noch ändern. Davon bin ich überzeugt. Würden Sie dann vielleicht bei dieser Gelegenheit auch an mich denken? An Sie? Ja, ich habe nämlich eine große Bitte an Sie, hoher Herr Friedrich. Quasi einen Herzenswunsch. An mich? Ja,
Es handelt sich um Oberleutnant Jordan. Jordan, das ist vielleicht ein feiner Kerl. Ja. Wir lieben uns nämlich. Aber wir können nur heiraten, wenn er Hauptmann wird. Und das hätte er sich längst verdient. Aber was kann ich denn dafür tun? Oh, sehr viel. Ja. Nee, Sie übertreiben, was? Oh nein, Sie werden mich doch nicht enttäuschen. Aber wie können Sie das? Sie sind zu gütig. Hm. Aber bitte bedienen Sie sich. Wollen Sie nicht noch ein Gläschen? Dankeschön. Sie werden mich sicher für unbescheiden halten, aber... Wieso? Wollen Sie auch hin? Ja. Bitte? Danke. Prost. Prost. Ja, aber ich habe nämlich noch eine Bitte an Sie. Ich bin ganz Ohr. Sie müssen wissen, mein Vater hat den Adelstick. Ja? Er möchte von Stiefels heißen. Können Sie ihm nicht dazu verhelfen, Herr Friedrich, dass er zu dem Wörtchen von kommt? Aber an das kleine Wörtchen wirst du wirklich nicht liegen. Und dann, tausend Dank, Johann August Friedrich. Gern geschehen. Wofür? Für alles. Aber bitte verraten Sie mich nicht. Sie mich aber auch nicht. Oh, jetzt muss ich leider gehen. Ja. Auf Wiedersehen, Hoher. Hi. Auf Wiedersehen. Hoher. Dies und selbiges zu Punkt 1. Nun zu Punkt 2. Meine Herren, ich habe soeben eine Depesche bekommen, der zufolge seine Hoheit uns einen Dienst, eine Felddienstübung angeordnet hat. Ich hoffe, meine Herren, Sie sind sich der Wichtigkeit dieser Übung voll und ganz bewusst. Die Übung findet morgen unter dem Allerwertesten, unter allerhöchsten Augen seiner Hoheit und unter meiner persönlichen Leitung statt. Natürlich im Freien. Morgen. Pläne werden von mir ausgearbeitet. Das wäre alles. Danke, meine Herren. Oh, charmant, charmant. Das Gefallen wollen bestimmt zum Herrn Papa. Sie irren, lieber Herr von Weyrauch. Ich suche Oberleutnant Jordan. Das hätte ich ja denken können, pardon. Sehen Sie? Und darum wäre es auch besser, wenn Sie sich einen Besuch in unserem Haus ersparen würden. Oh, ein Korb, ein Körbchen. Besser noch ein Wink mit dem Zaunpfahl. Muss aber wirklich reizen, wie Sie das sagen, geradezu charmant. In diesem Sinne, guten Tag. Oh, Joachim kommt. Nett, dass du mich abholst. Sag mal, hast du nicht eben mit Weyrauch gesprochen? Ja. Der weiß jetzt Bescheid. Das freut mich. Aber was viel wichtiger ist, ich sprach mit seiner Hoheit, dem Erzprinzen. Das hast du geschafft? Ja. Du steigst in meiner Achtung. Siehst du, wie habe ich das gemacht? Fantastisch. Und wird er uns helfen? Worauf du dich verlassen kannst. Ein Segen, dass du hier gekommen bist. Dein Papa hat's bereits in Wumsen angesagt. Schrecklich, wenn ich daran denke, was mir noch alles bevorsteht. Beruhige dich. Bis jetzt ist alles gut gegangen. Du hast unerhörtes Glück gehabt. Wieso? Beim Regiment ist ein Rekrut, der sieht dir so ähnlich, dass sie ihn alle für dich halten. Was, ich habe einen Doppelgänger und keiner hat was gemerkt? Nicht mal Graf Seefeld. Was soll ich denn in Wumsen? Der Kerl kann mich doch weiter verdrehen. Ich kehre um. Das kannst du nicht machen. Denk an deinen Papa. Der fällt nicht drauf rein. Ich weiß ja gar nicht, wie ich mich als Soldat verhalten soll. Lass mich nur machen. Wenn du dich genau nach mir richtest, kann nicht mehr schief gehen. Na, ich ahne Fürchterliches. So, das ist das Ballet, was ich für dich vorbereitet habe. Das ist ja fürchterlich. Naja. Guten Tag, Herr Leutnant. Guten Tag, Herr Leutnant. Haben Sie Ihr Schloss ein bisschen hergerichtet, ja? Jawohl, ich habe Ihnen sogar das Bett frisch bezogen. Na, dann kann mir ja nichts mehr passieren. Das ist die Pest, die Pest. Was denn, hier soll ich wohnen, in dieser Bruchbude? Wo ist denn das Bad? Ist ja nur für eine Nacht. Was heißt für eine Nacht? Ich bade ja bereits am Tag zweimal. Aber das ist doch der Quatsch. Komm doch mal her. Wir sind hier im Mittelpunkt der Übung. Hier kennt dich keiner. Und nur hier können wir dich ganz heimlich einschleusen. Ja, vorausgesetzt, du kriegst den, wie heißt der Kerl? Piefke. Kann man nur Piefke heißen. Du kriegst den Piefke hierher. Ja, endlich merkst du was. Ja, und was ist, wenn der Kerl steigt? Mein Lieber, dann sind wir im Eimer. Da passen wir zwei nicht rein. Zum Appell angetreten! Danke. Auge aus, blöd euch! Meine Herren, die Kompanie rückt morgen früh 4:30 Uhr zur Felddienstübung aus.
Seine Hoheit, Fürst Paul der 13., hat sein persönliches Erscheinen zugesagt. Ich erwarte von euch höchste Pflichterfüllung, Zucht und Ordnung. Und wehe, fällt von euch Wanzen einer auf. Der kommt im Bau. Piefke, wie sehen Sie da wieder aus? Diesen Lämmerschwanz nennen Sie Knopf. Pflaume, warum ist der Knopf hier angenäht? Hier eben. Warum ist der Knopf nicht angenäht? Piefke, warum ist der Knopf nicht angenäht? Ja, naja, warum? Warum? Weil Sie ein ganz dusseliger Hund sind. Sie, Schrecken der Kompanie. Der macht die Übung als Meldereiter mit. Bis Sie sich den Hintern durchgeritten haben. Jawohl, ich Hintern. Ja, und wehe, fallen Sie auf, Sie. Dann drehe ich Sie eigenhändig durch die Wurstmaschine. Fallen Sie das Automobil von rechts? Heiliges Automobil, Mann, Sie haben Automaten auf den Augen. Das ist seine Hoheit, Fürst Paul der 13. So? Was höre ich? Verflixt und zugenäht, Papa ist schon da. Wir müssen den Piefke jetzt finden, sonst sind wir im Eimer. Ist die Pest, die Peste. Na, dann renn es für ihn. Moin, meine Herren. Moin, 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 moin. Moin. Das hier verkehren wir ein bisschen schnell, ja? Ja, Herr Kriegsminister, wo sind Sie denn? Hoheit, hier. Heilen Sie bei der Lage. Jawohl, peilen, Hoheit. Oberst, wo steckt denn der Oberst? Der Oberst, wo steckt denn das Rindvieh? Das Rindvieh, Herr Oberst, befehle ich in die grüne Partei. Grün? Und was ist hier? Rot, Hoheit. Rot mache ich nicht. Blau will ich sein. Ich meine, blau soll hier sein. Ja, blau haben wir nicht, Hoheit. Haben wir nicht? Muss denn überhaupt die Armee? Die Armee hat sich getarnt, Hoheit. Die hat sich getarnt? Und dazu kaufe ich die teuren Uniformen. Und ihr heuer und nicht. Was haben wir noch? Der Grün. Grün stürmt gerade das Gehöft. Ja, stürmt das Gehöft. Aha, aha. Sehr interessant. Ja, 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 ja. Und wo ist mein Sohn? Wo ist mein Sohn? Wo ist der Herr Sohn? Stürmt mit, Hoheit. Stürmt mit, Hoheit. Aha. Donnerstürmer. Oh, dieser Piefke, dieser Himmelhund, der schmeißt mir die ganze Übung. So, ja. Da ist er, mein Sohn. Das ist ja grandios, wie der Bengel reiten kann. Ganz wie ich. Sie, los, melden Sie den Führungsstab und feindliche sind der Hornissenschwarm im Anflug. Jawohl, los, Herr Bimmel. Zack, zack. Da, das ist er. Was denn, das soll ich sein? Dein Doppelgänger. Das ist interessant. Mäxchen, hast du dir wehgetan? Ach Quatsch, ich meine diesen Piefke, du, der ist jetzt geliefert, das sage ich dir. Ist doch nicht klug. Los. Einzelner Soldat rollt ganze Front auf. Wieder Papa. Mein Sohn, dieses Mäxchen. Ja, wo ist er denn geblieben? Der sieht alleine weiter. Casino,
Arsch! Los, wir müssen uns beeilen. Hm, es ist die Pest, die Pest. Achtung. Was ist denn das? Au, oh, just deine Haare. Komm her. Muss das sein? Ja. So, komm. Au! Oh. So, für den Staat müssen wir alle Haare lassen. Es ist die Pest, die Pest. So, wie sehe ich aus? Genauso dämlich wie Piefke. Ja. Es ist die Pest, die Pest. Komm. Ach, ist der Herr Soldat wieder gesund? Wieso? Ach so, ja, dafür ist der feine Herr jetzt krank. Ja, ja, er hat ein bisschen hier. Ja, hier? Wir holen jetzt einen Arzt. Oh Gott, da werde ich noch besser einschließen. Tun Sie das. Schön. Hoffentlich wacht er nicht zu früh auf und kommt uns in die Quere. Ja, das wird schon nicht. Ja. Hey. Der heutige Tag wird in der Geschichte des Regiments großgeschrieben werden. Die hervorragende Leistung eines einzelnen Soldaten verdient als leuchtendes Beispiel mit ehrenen Lettern auf dem Marktplatz festgehalten zu werden. Bravo. In diesem Sinne möchte ich mein Glas erheben und Eure Hoheit zuprosten. Prost. Das Prost haben Sie schön gesagt. Danke, Herr Breit. Also, mein Lieber, du gehst jetzt da drüben ins Kasernentor. Erstes Gebäude links, Stube 76. Alles andere wirst du dann schon merken. Ich komme gleich nach. Das ist die Pest, die Pest. Los, also. Ich sehe nichts. Ich sehe ja nichts mehr. Sind da meine Augen? Wo bin ich? Wo bin ich? Bleiben Sie auf jeden Fall hier und verhalten Sie sich ruhig. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Witzenhausen von Oberleutnant der Reserve. Kameraden, mit größter Genugtuung werde ich einen heutigen Tag in Wumsen zurückdenken. Solange wir solche Soldaten haben, kann uns Krakelsburger nicht erschüttern. Prost. Prost. So, meine Herren, und jetzt ist an der Zeit, das große, was? Geheimnis. Na ja, das große Geheimnis zu lüften. Der Held des heutigen Tages ist der Erbprinz Johann August Friedrich, mein begnadeter Sohn. Bravo, 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 bravo. Na, wo steckt denn der Bengel? Entschuldigung, Kamerad, können Sie mir vielleicht sagen, wo ich wohne? Ich glaube, ich habe den Anschluss verpasst. Mensch, Piefke! Na? Du willst mal wohl verkackeiern. Wenn dich der Spieß erwischt, wird dir das Blödeln schon verjähen. Sind verhaftet, Piefke. Meinen Sie mich? Auf den Tag habe ich seit Wochen gewartet. Sag mal, wer sind Sie denn? Der Weihnachtsmann mit vielen Überraschungen. Fehlen. Hey, Wibbel. Nehmen Sie mir feinen Grieß bei, lassen Sie Schüttel geben und führen Sie den Kerl in die Zelle. Jawohl, Herr Wibbel. Kommen Sie. Los. Passen Sie mich nicht an. Er hat mich gar nicht mehr erkannt. Und jetzt sperren Sie ihn auch noch ein. Das musste ja so kommen, mit dieser Jammergestalt. Och, sei du still, du falsches Stück. Ich sage nur Kleiderschrank. Und ich Klautzenburg. Und du dumme Gans, kriegst gleich eine vor die Plauze. Das ist ja empörend. Sie haben kein Recht, mich einzusperren. Schnauze, Sie haben einen Befehl nicht ausgeführt und unser Regiment vor dem Fürsten blamiert. Ich protestiere. Vorwärts, Herr, oder ich mache von der Waffe Gebrauch. Los! Mein armer Johann August. Ach, nun wein doch nicht, Annemarie. Die ganze Kaserne voll Kerls. Und ausgerechnet um den heulste. Das ist eben wahre Liebe. Bitte sehr. Ich protestiere auf das Schärfste gegen diese Behandlung. Das können Sie da drin in der Zelle tun, da haben Sie genügend Zeit. Meine Herren, das kann Sie beide Kopf und Kragen kosten. Das können Sie da drin den Wanzen erzählen. Ich will jetzt sofort mit meinem Vater sprechen. Jawohl, Herr Piefke. Ich werde dir ein Telefon an den Kübel stellen. So ein Irrer.
Herr Oberst, lassen Sie meinen Sohn holen. Herr Oberleutnant Jordan, lassen Sie meinen Sohn holen. Ihren Sohn? Ach, Verzeihung, Hoheit, unseren Sohn. Ah, das sind vaterländische Worte. Unser Sohn. Lassen Sie unseren Sohn holen. Lassen Sie mich das mal machen. Lassen Sie umgehend unseren Sohn holen. Was denn für ein Sohn? Na, so ein Quatsch. Was denn hier los? Da ist ein Besoffener am Telefon. Besoffener? Geben Sie mal her. Die werden wir mal zur Sau machen. Hören Sie mal, Sie Knallkopf. Mann, Löffelbein, sind Sie besoffen? Hier Weihrauch. Oh, oh. Verzeihung, entwickeln Sie sich. Nein, nicht Sie, Hauptmann. Gefreiter Kiesbeil. Ich verbitte mir jeden Humor. Holen Sie umgehend seine Hoheit hierher. Den Piefke-Mensch, seine Hoheit Prinz Piefke. Piefke? Piefke ist doch keine Hoheit, Herr Hauptmann. Nee, nee, da fress ich einen Besen. Den können Sie sogar noch vorher irgendwo reinstellen. Dann fangen Sie gleich mit dem Stiel an. Verstehe kein Wort, Herr Hauptmann. Ich auch nicht. Ich weiß nur so viel. Sie sind der erledigte Mann, wenn nicht binnen drei Minuten seine Hoheit hier zur Stelle ist. Piefke? Ist seine Hoheit? Das kann doch nicht sein. Herr Hauptmann. Ich habe den Piefke eingelocht. Eingelocht? Mensch, Löffelbein, sind Sie völlig übergeschnappt? Sie haben den Piefke, den Erdpiefke. Sie haben den Prinzen Johann August eingelocht. Sie Rindvieh, der hat es sofort zu entlochen. Herr Piefke ist seine Hoheit der Erbprinz Johann August. Das haut Sie glatt um, was? Jawohl, Herr Hauptmann. Herr Feld, Herr Feld, Herr Feld, Herr Feld! Heute sind Herr Feldwebel umwerfen, komisch. Jetzt werden wir alle erschossen. Alle erschossen! Max! Jawohl. Max, komm! Hey, das hat die Sache! Holen Sie sofort seine Hoheit aus dem Loch! Gefreiter Griesbrei, holen Sie sofort seine Hoheit aus dem Loch! Ja, wieso denn ich? Sind Sie gleich weg! Den Letzten beißen immer die Hunde! Raus! Jawohl! Raus! Ja. Jeli! Griesbrei ist gefallen! Holen Sie seine Hoheit! Jawohl! Jawohl! Halt! Wohin wollen Sie? Zu Oberleutnant von Witzenhausen. Witzenhausen? Der ist im Casino, dort hinten links. Danke, mein Sohn. Hast du mir was Schönes eingebrochen? Du musst da durchhalten und mitmachen. Ach. Was ist denn? Johann August Friedrich zur Stelle, Papa. Ach, mein lieber Junge, da bist du ja. Also ich muss sagen, mein Junge, ich bin stolz auf dich. Du hast bewiesen, dass du ein Mann. Dass du ein Mann bist, ja. Und nun komm ein bisschen näher, weil du so gut reiten kannst, ernenne ich dich jetzt zum Ehrenritter. Rittmeister. Naja, also zum Ehrenrittmeister der Divisionen Wumsen, Flautzenburg, Knappershausen und alles, was da so herumliegt. Danke, danke, meine Herren. Ist sonst noch was? Parade. Ach ja, richtig. Und ab morgen bist du Vertreter. Hey, ich meine, mein Vertreter bei der großen Parade, ja. Jawohl, Papa. Du, und wenn du dich mal wieder mit den kleinen Pariserinnen amüsieren willst, hab nichts dagegen. Meine Herren, die Pflicht ruft, ich muss Sie jetzt verlassen. Graf Seefeld, wo sind Sie denn? Hier. Ach so, da. Lassen Sie das Automobil satteln. Wir müssen es fahren lassen. Ja. Wiedersehen, meine Herren. Zack, zack. Alles hier geblieben. Es wird weiter gesoffen. Die Herren werden sehen, wie ich Wetten zu gewinnen pflege. Abwarten, lieber Weihrauch, ich bin sehr neugierig. Gratuliere zum Rittmeister, Hoheit. Danke, danke, danke. Und die eure Schweine haben. Versandter Ritt gewesen. Ein gutes Pferd gewesen. Augenblick. Glück, dass ich Sie gesehen habe. Mit meiner größten Katastrophe hier. Die Pest, die Pest. Wie bitte? Oh, komm, oh, woher kennen Sie mich? Das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist, dass Sie uns helfen. Wieso? Komisch, wem ich alles helfen soll? Jetzt schlägt der 13. Wie kommen denn Sie zu meinem Gesicht? Der sieht ja noch viel dämlicher aus als ich. Mann, reißen Sie sich zusammen. Sie sprechen mit seiner Hoheit, dem Erbprinzen. Das glauben Sie doch selber nicht. Wenn der Erbprinz ist, dann könnte ich ja selber Erbprinz sein. Gewissermaßen waren Sie das auch. Sie haben mich in der Tat vorzüglich vertreten, lieber Freund. Ich hab den Eindruck, hier sind alle verrückt. Also langer Rede, ja keinen Sinn. Sie müssen den Erbprinz noch einmal vertreten. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich hab die Schnauze voll. Ich will zurück zu meiner Annemarie. Das können Sie ja auch. Ab morgen und dann sogar für immer. Sie haben dann alles ausgestanden und sind ein freier Mann. Wieso? Sie kriegen zwei Dienstjahre geschenkt. Kapiert, mein Lieber?
Nee. Noch mehr. Außerdem erhalten Sie einen komplett eingerichteten Frisiersalon. Sie müssen mich nur noch dieses eine Mal vertreten. Mit fließend Wasser? Warm und kalt. Naja, das hört sich alles ganz schön an, aber ich kann da doch nicht mitmachen. Ja, Mann, warum denn nicht? Naja, ich hab da so meine besonderen Bedingungen. Besondere Bedingungen? Es ist die Pest, die Pest. Lass sein, schon gut. Sie sind von vornherein genehmigt, erfüllt, erledigt. Ich gehe auf alles ein. Nächster! Jürgen! Links! Augen gerade! Aus! Friedrich! Come on! Unser allergnädigster Landesherr! Vater! Unser allergnädigster Landesherr, Vater! Herr Vater Landesherr! Fürst Paul! Seine Hoheit Fürst Paul, der wie wird er? 13. Der 10. Nein, 13. Der 19. hat geruht, unseren allerliebsten Regimentskommandeur in den Adelstand zu verschieben. Hoheit, sehe mich total erschüttert. Schon gut, schon gut. Von Stiefels passt ja auch besser fürs Regiment, wa? Und wenn Vater schon mal dabei ist, uns mit seiner Gnade zu behießen, so hat er geruht, unser lieben Oberleutnant Jordan, kommen Sie ran. Na kommen Sie, kommen Sie. Zum Hauptmann zu machen. Da schauen Sie, wa? Du, gehen Sie schon, gehen Sie schon. Aber wie wär's denn mit einem Küsschen? Genug getotelt. Zurück, Marsch, Marsch. Es ist genug, denkst du. Aber seine allergnädigste Huld floss auch bis zu den Gemeinen. Wilsarenstube 76, die ich hiermit zu Gefalten befördere. Damit basta! Und damit basta. Ich möchte aufsitzen. Nicht so müde, meine Herren. Zack, zack! Es ist die Pest, die Pest! Nimm rein, doch. Schon überall gesucht. Ich sie auch. Ich wollte mich nur von Hoheit verabschieden, weil sie doch für immer von uns gehen. Ja, aber mit dir. Hoheit. Na, du komm mal her und sperr mal deine hübschen Öhrchen auf. Nein. Doch. Und jetzt wird geheiratet. Und wo ist Hoheit? Die ist im Pappkarton. Oh.